Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Flusswandern mit den Wienern. In dieser Episode geht es um eine Solotour von Toul nach Wien. Dafür bin ich mit dem Auto zum Bahnhof Heiligenstadt gefahren und habe das Auto dort abgestellt. Mit der Schnellbahn bin ich von dort nach Tulln gefahren. Die Zugfahrt hat ca. 40 Minuten gedauert. Angekommen am Bahnhof in Tulln bin ich dann zu Fuß an den nahegelegenen Hafen gegangen, wo sich auch die Einstiegsstelle befindet. Man kann die Tour grob in zwei Hälften teilen. Die erste Hälfte der Tour ist der Weg von Tulln bis zum Kraftwerk Greifenstein und die zweite Hälfte ist der Weg vom Kraftwerk bis nach Wien. Die erste Hälfte war etwas eintönig, weil man relativ wenig Ausstiegsstellen vorgefunden hat, an denen man hätte Pausen einlegen können. Man begegnet lediglich unzähligen Radfahrern auf dem angrenzenden Radweg sowie sehr vielen Schwänen, die dort leben. Um den Schwänen nicht zu nahe zu kommen, habe ich immer mindestens 30 Meter Abstand zu ihnen gehalten, vor allem wenn sie Junge dabei hatten. Umtragen habe ich das Kraftwerk über einen 2,5 Kilometer langen Geh- und Radweg, der an einem Altarm der Donau entlang läuft. Wieder eingebootet habe ich dann über eine Rampe, über die man wieder ins Wasser kommt. Die zweite Hälfte der Tour vom Kraftwerk Greifenstein nach Wien war dafür umso attraktiver. Am Ufer im Bereich Klosterneuburg und im Bereich der Wiener Donauinsel gibt es unzählige Strände, wo man Pausen einlegen und sich sonnen kann. Je näher ich Wien gekommen bin, desto mehr Verkehr gab es auf der Donau. Man sollte also darauf achten, ständig seine Umgebung im Auge zu behalten und keine anderen Boote zu übersehen. Ein weiteres großes Highlight auf der Tour war, die Wiener Pforte zu sehen. Das ist definitiv in meiner Bucketlist gestanden und kann ich jetzt abhaken. Insgesamt bin ich auf der Tour 40 Kilometer auf der Donau unterwegs gewesen. Dabei bin ich mit dem Gomotex Twist gefahren. We'll be right back.
der Ausstiegsstelle am Nussdorfer Wehr packte ich dann wieder meine Sachen und bin los in Richtung Heiligenstadt zum Auto. Danke, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Ihr könnt uns gerne mit einem Like, einem Abo und einem Kommentar unterstützen und wir sehen uns auf der nächsten Tour wieder.